da ein Loch in der Mauer. Komisch. Da geht's weiter. Ich glaube, das dort sein Eingang war. Das deppert, wie es da staubt unten. Da Fetzen vom blauen E-Mail. Das kriege ich nicht raus. Da irgendwo ein Gitter von einem Auto. Das war wieder was Neues. Jawohl, und da geht ein Eingang rein. Da ist schon der Häuselmuschel. Ja, man sieht da jetzt auch schon. Jetzt sind wir im Inneren des Gebäudes. Da schaut es aber verdammt scheiße aus. Und da rauf. Da sind die Stirn raufgegangen. Da ist alles runtergefallen schon. Und da geht's runter. Boah, das hängt schon alles da gewaltig. Nur Häuselmuschel. Wir werden jetzt noch ein Stückchen oben schauen. Da wieder link der Kisten. Und da die letzten Reste von einem Kinderwagen. Ja, das ist da ganz schön groß herunten. Jetzt im Inneren. Nur, dass da jetzt die Akkus halten. Dass da nichts zusammenstürzt. Die Stahlbetonbecken. Da vorne und da Eisenträger und Gewölbe. Wie so viele Industriebauten. War viel neuer Müll schon. Jetzt bin ich da ganz allein hier unten. Da kann gewesen sein. Zugemauert. Ja, ja, das war das Klo. Irgendwas. Und da eine Puppe. Eine kleine Puppe, komplett verdreckt. Die muss ich fotografieren. Die Puppen. Komplett da in Gatscheig rum. Die liegt sich, die kann noch vom Krieg sehen. Nein, Krieg nicht. Aber so aus den 50er Jahren. Mitten in die Ruinen da. Eine alte Kinderpuppen. Wer mit der wohl gespielt hat, das sind so Funde, was mich unheimlich gefreuen. Wir werden es dann da eingraben. Die liegt sicher 60, 70 Jahre da. 60 Jahre auf alle Fälle. Da ist das Kind sicherlich schon alt, was mit der Puppe gespielt hat. Ich glaube, dass es ein Schildkröte ist. Da von hinten. Also so 60er Jahre ist es auf alle Fälle. Jünger ist es nicht. Ganz toll.
Jetzt erblickt das Licht der Welt wieder. Da herunten in die Ruinen. Wir werden es einmal da reinstellen. Das ist nämlich vorher auch gestanden, wie so. Und ist da runtergefallen. Schaut das mystisch aus. Wie eine Mumie. Mumienpuppe. Das füllen wir nur mit zu. Ob das Mädchen noch leben wird, was mit der Puppe gespielt hat. Wann wird das Video dann sicht? Vielleicht könnt ihr uns Bescheid geben. Das war wirklich interessant. Vielleicht konnte man die Puppen nach so vielen Jahren dann zurückbringen. Zur Besitzerin. Den Sims. Wie gesagt, wie ich runtergekommen bin, ist da drin, dann ist was runtergefallen. Ich habe mich am Murz geschreckt. Also muss die eh da drin gestanden sein. So, und weiter geht's. Schau, dass ich da wieder raufkomme. Weil ein bisschen entrisch ist das schon, das Ganze da. Und wer weiß, wie lange das noch hält. Geht's hinaus. Da ist noch einmal das Puppenwagel. Jetzt schauen wir, dass wir da in den Tee kommen. Da wieder raus. Irgendwie bin ich froh, dass ich da wieder heraus bin. Wo ist mein Freund? Ich glaube, jetzt fängt es zum Regen an. Der Stefan ist so nett und tut mir jetzt hinten putzen. Ich filme das. Nein, mir ist das zu dreckig. Ja, da müssen wir. Nein, da können wir nur in die Autowaschanlage fahren mit dir. Dann fahren wir in die Autowasche. Dreckig, aber glücklich. Wieder mal ein bisschen was erlebt an einem Nachmittag. Da bei den Ruinen. Da vorne haben wir einen Bunker entdeckt, wo sogar noch die Aufschrift oben steht, wer den Bunker erzeugt hat. Im Keller unten, wo ich dann war, darum bin ich ja so dreckig. Im Keller drin habe ich eine Mumienpuppe entdeckt, die was da sicher seit 50 Jahren unten liegt, auch nicht länger. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wem die Puppe gehört hat. Vielleicht kann sich noch wer erinnern, der was da den Film dann sieht. Aber wie gesagt, dreckig, aber glücklich. Danke fürs Zuschauen. Stefan, sag auch danke, dass wir sie herkriegen. Danke, dass ihr filmen habt dürfen. Ja, bitteschön. Ja, dafür bist ja du jetzt auch im Bild, ne? Genau. Und im Fernsehen. Und im Fernsehen. Ja, das habe ich noch vergessen. Und eine Live-Übertragung mit einem Fernseher so gemacht. Der Stefan ist der Erste, den mitgetragen hat. Von meinem Team, was wir unterwegs sind, der was aus dem Fernseher rausgeredet hat. Der erste Fernsehsprecher. Dankeschön. Und jetzt fängt es voll zum Regen an. Jetzt schauen wir, dass wir da aus dem Dickicht rauskommen.